Was geht ab, meine lieben Freunde? Euer Öni hier und herzlich willkommen zum 6. Prison Break Let's Play. Ja, meine lieben Freunde, heute geht's weiter. Eventuell ist Michael Scofield schon in der letzten Folge ausgebrochen. Wir haben davon nichts mitbekommen und machen uns jetzt auf den Weg und suchen Scofield und seine Jungs, Leute. Fuck, Mann, Alter. Junge, es macht so Bock, diesen Anfang immer zu sprechen. Ich habe, glaube ich, lange nicht mehr so viel Spaß gehabt, ein Intro für ein Video zu sprechen, weil ich höre gleichzeitig immer diese Musik, die ihr auch hört. Und wenn man dann dabei spricht, ist man richtig im Film, Alter. Auf jeden Fall geht's jetzt weiter mit Prison Break. Ihr habt ja mitbekommen, Scofield hat wahrscheinlich seinen Ausbruchversuch gestartet, aber es ist noch nicht zu 100% sicher und dem wollen wir jetzt auf die Spur gehen und da ist jetzt gerade alles komplett am Eskalieren, die Wachen sind überall am Suchen und wir sind gerade mitten in diesem Getrubel und da wird es jetzt weitergehen, Leute. Ich würde einfach mal sagen, bis gleich und übertrieben Bock, Mann. So, Leute, kehre zum Krankenrevier zurück, jetzt geht's los. Eieiei, hört euch das mal an, überall Sirenen, überall Alarm. Weil alle denken hier, Scofield will ausbrechen. Und jetzt sind die Wachen natürlich noch verstärkter am Suchen. Das wird noch schwerer für uns hier rauszukommen. Wir müssen auf jeden Fall jetzt da ganz hinten in die Ecke hin. Ja, der ist auch richtig schlau. Wo blendest du denn hin, du Vollidiot? Mach mal deinen Job richtig. Ach du Scheiße, sondern diese Scheinwerfer. Ah, der geht genau rechts neben mir. Scheiße. Dieses Nervenkitzel, das man hier hat, das ist echt geil, Mann. Ihr müsst das echt mal selber spielen, Leute. Oh nein, der... Scheiß Scheinwerfer, bitte dreh dich in die andere Richtung. Oh, das war knapp, das war knapp. So, und jetzt schnell durchziehen, 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 durchziehen. Fokussieren mit F. Ja, super, ist auch noch Transporter. Ja, das kann was werden, Leute, ich schwöre es euch. Wo soll ich denn jetzt lang hier? Meinst du, wir können da runterklettern? Ich hoffe es, ich hoffe es. Digga, Alter, wie soll man das jetzt schaffen, Alter? Ja, man kann verstecken. Ach du Scheiße, jetzt kommt noch ein Wagen. Jetzt müssen wir echt verdammt aufpassen, Leute. Es wird immer spannender und spannender, ich sag's euch. Meint ihr, Scofield ist schon ausgebrochen oder nicht? Wir können nur hier rausgehen, aber da ist direkt eine Wache, Alter. Egal, wir riskieren. Du Scheiße, sag mal, wo lang wir gehen sollen, Leute. Ey, irgendwas sieht mich hier. Wo soll's hier lang gehen, Mann? Ja klar, da kommt auch noch eine Wache. Am besten kommt er jetzt mir entgegen. Oh nein, wenn er mich jetzt sieht, sofort um das Auto. Wir müssen hier rechts lang. Klar. Wir verstecken uns unter dem nächsten Wagen. Das ist eine gute Idee. Den habe ich gar nicht gesehen. Jetzt können wir nämlich hier rechts rausgehen. Aber wir müssen warten, bis der Typ hier vorbeigeht. Da kommt ja gerade noch einer. Mann, ich will versuchen, so wenig wie möglich erwischt zu werden, Leute, Mann. Dann braucht ihr etwa, ohne Wissen, das perfekte Timing. Und ihr müsst euch immer, sage ich mal, was zutrauen. Und nicht immer einfach hier die Eier chillen hier. Das mache ich öfter. Schnell, schnell, fokussieren. Nein, 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 nein. Jawohl, jawohl. Wir müssen auf die scheiß Stange hier. Oh nein, versteck dich, wie knapp. Irgendwas hat uns von hinten gerade fast gesehen. Habt ihr es gesehen? Ne, das sind wir. Aber da hinten, die scheiß Polizeiautos, Mann. Da kommen die Sirenen. Jetzt raus. Und jetzt schnell, Digga, schnell. Bitte, bitte. Aber da, das sind die Autolichter, oder? Ich hoffe, die sehen mich nicht. Komm, kletter, 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 kletter. Oha. Officer, ich schätze Ihre schnelle Reaktion, aber wir haben hier eindeutig einen Fehlalarm. Rufen Sie Ihre Männer zurück. Fehlalarm? Wie Fehlalarm? Da ist Scofield. Jetzt sieht er uns bestimmt. 100%. Was macht der auf dem Dach, der Scofield? Also was, glaube ich, auch in der Serie, Leute. Eieieiei. Ich sag euch, guckt euch die Serie an, wer es noch nicht gemacht hat, Alter. Wer es schon geschaut hat, der hat jetzt genauso viel Spaß wie ich. Jetzt wieder auf der Krankenstation. Scofield hat den Alarm ausgelöst, um zu sehen, wie die Wachen reagieren. Er plant seinen Fluchtweg sicher noch. Ich muss die Baupläne des Gefängnisses besorgen und sie mit Haywires Zeichnungen vergleichen. Ja. Junge, 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 Alter. Das war echt eine geile Aufgabe gerade. Ein neuer Mitbewohner. Abruzzi wollte, dass der verrückte Häftling Haywire aus Scofields Zelle verschwindet. Paxton sorgte dafür und hörte dann zufällig, wie Abruzzi, Scofield und Burroughs ihre Fluchtpläne schmiedeten. Das berichtete er Mannix, der betont, dass Paxton ihren Plan durchkreuzen, Burroughs dabei aber verschonen müsse. Paxton erkannte, dass Scofield über die Krankenstation ausbrechen will und dass seine Tätowierungen eine Gefängniskarte darstellen, mit der er sich orientiert. Okay. Nächstes Kapitel, let's do this shit. Häftlinge im Zellenblock haben sich der Einschließung widersetzt und den A-Flügel betreten. Wir riegeln den A-Flügel ab. A-Flügel ist abgeriegelt, im D-Flügel bleiben. Komm schon, Don. Ich warne Sie, tun Sie das nicht. Das ist ein ausgewachsener Aufstand.
Schofield hat ihn vielleicht als Ablenkung von seinem Ausbruch angezettelt. Ich muss ihn und Burroughs finden. Ja, Mann, dieser Aufstand war letztes Mal auch also in der Serie gewesen. Super, jetzt müssen wir Schofield finden, ja, aber die Frage ist, wie kommen wir hier raus? Ah, wir können die aber nicht boxen, Alter, das geht nicht. Ja, wir gehen jetzt einfach durch, jetzt können wir hier durchziehen. Fuck, fuck. Oha, guck mal, die ganzen Wärter, die boxen sich, hier ist ein Riesenaufstand. Oha! Runter! Deck dich, Digga! Ach du Scheiße! Die meinen es ernst, ne? Die ihrer Sniper. Fuck, fuck, fuck. Wo soll es jetzt hier weitergehen, Leute? Da, hier können wir rüber. Wer ist das denn, Alter? Oha, Digga, ich bin auf deiner Seite! Alter, was geht denn bei dem ab, Mann? Der richtige Hulk Hogan, ist er nicht motiviert? Egal, zack, zack, kriegt er auf die Fresse. Ey! Aber der ist bisher, glaube ich, so der stärkste Gegner, Mann. Ganz ruhig, Deckung, Deckung. Ey. Alter, es reicht, Junge, es reicht. Hier, durch deine Deckung, du liegst jetzt. Du kriegst jetzt mal noch ein paar Nierenschläge. Bam, bam. Ey, Leute, Leute, Leute. Mann. Ey, der Typ gibt mir gerade richtig auf den Sack, Mann. Wenn er mich jetzt... Wir haben noch keinen einzigen Kampf verloren bei Prison Break. Und dabei wird es auch bleiben, Leute. Komm, schlag, schlag, hä? Schlag. Ach, du Scheiße. Das ist nicht sein... Aufstehen, aufstehen, Bruder, aufstehen! Oha, Alter, wir wären jetzt fast draufgegangen. Bam, Junge! Ach du Scheiße, was geht denn hier ab, Mann? Ja, schnell wieder rein. Digga, 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 renn rein, Alter, was geht hier ab? Ja, Knockout, wir sind tot, Alter. Mann, Mann, was war das für ein Knopf? Ne? Das war, glaube ich, gewesen. Jetzt müssen wir aufpassen und die richtigen Knöpfe drücken. Ich habe wieder die falschen Knöpfe gedrückt. Komm, komm, komm. Runter auf den Boden. Nein, super Schuss. Haben wir. Ach, wir sind drin. Klettere zu den Büros hinunter. Sieh mal an, wen wir da haben. Ach, guck mal, wen wir da haben. Ich danke. Das ist doch der eine Pisser, der sich Abruzzi widersetzt hat, ne? Du schon wieder. Ey, wir müssen nächstes Mal auf jeden Fall ein bisschen Bankdrücken machen, Alter. Der Paxton hat noch nicht so die Schläge drauf. Bam, der hat gesessen. Digga, Alter, das kann doch nicht wahr sein, ey. Dass wir jetzt auch noch von ihm kassieren. Zack, zack, zack. Bam, Deckung durchschlagen. Tret ihn. Warum tritt er denn nicht zu manchmal? Das frage ich mich auch. Bam, boah, der hat gesessen. Zack, Links-Rechts-Kombo. Zack. Ey, wir schlagen so oft daneben, ne? Boah, das war richtig stark. Aber wir können auch kontern, Alter, zum richtigen Zeitpunkt. Okay, aber das will ich jetzt nicht riskieren. Erstmal... Bam, ey. Schlag ihn doch, Mann. Ich schwöre es dir, Paxton, was ist los bei dir? Ja, ey. Jawohl, jetzt erledige ihn. Jawohl, Alter. Mann, ey. Boah. Verdammt. Tränengas. Ey. Also, Tränengas. Linke, rechte Maustaste. Ey, Digga, ich kenne nicht alle Knöpfe von dem scheiß PC. Mit Buchstaben bin ich noch nie so gut gewesen. Schnell, schnell, wo lang? Hallo, betreten. Jetzt müssen wir hier irgendwie... Geht zum A-Flügel. Digga. Hallo, Milchgesicht. Ey. Besten Grüße. Wir hätten lieber ein bisschen trainieren sollen, Leute. Sauber, gegen die Wand. Bam, Junge. Knockout, Breakout, Watch out, out of nowhere. Ey. Überall alle am Boxen hier. Ich will mich aber nicht mit dem boxen. Fokussieren, F. Da müssen wir hin. Schofield. Da war Schofield gerade. Das macht Schofield, Alter. Ich glaube, ich war... Oha. Das ist voll der Brocken, Alter. Ich glaube, gegen den wird es nicht so einfach werden, oder? Die sieht mir aus wie so ein richtiges Kraftpaket. Alter, Leute, die Floyd kann man irgendwas mit Schlägereien nennen, ich schwöre es euch. So viele Schlägereien, die hier gerade sind. Ja, genau, tritt ihn zwischen seinen Big Mamba, Alter. Bam. Bam, Junge. Boah, die haben ja richtig schnell auseinandergenommen, ne? Also von dem habe ich viel mehr erwartet, muss ich ganz ehrlich zugeben. Zack, gib das mal den hier auf seine Fresse. Und jetzt weiter. Scheiße, scheiße. So, jetzt sind wir doch richtig hier, ne? Jetzt können wir gucken, wo wir... Halte Lincoln Burroughs auf. Lauf, lauf, lauf. Wo ist er? Expeditor Drache ist da. Und du verstrickst sie. Wohl kaum. Was will der? Wollen wir gekontert haben wieder, ne? Man muss doch zum richtigen Zeitpunkt drücken, glaube ich. Also, wenn er schlägt, genau dann die Blocktaste. Mal gucken. Ah, ist nicht so... Was ist denn jetzt los? Möchten sie die... Was ist das denn? Hallo. Ach du Scheiße, ich hoffe gerade hat das noch funktioniert hier. Irgendwas ist gerade falsch gelaufen, ey. Einmal stand da gerade irgendwas vom Spiegel. Scheiße, Alter. Eingabefunktion. Soll ich die Schnauze halten.
Hey! Da kriegen wir ein bisschen auf die Fresse, Leute. Bam! Von hinten! Nein! Nein! Zack! Zack! Nein, Alter! Wir müssen aufpassen, wir dürfen nicht zu oft diese starken Schläge machen. Oh, das war gar nicht gut. Jetzt! Hey! Ja, der kämpft nicht schlecht, Mann, das muss man zugeben. Nein! Digga! Digga! Nein! Was? Aufstehen! Aufstehen! Wecker klingelt! Boah! Ja, der hat schon zum Beispiel mehr drauf gehabt als der eine von gerade hier. Bam! Ja, wie kann der nicht sitzen, Mann? Scheiße, 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 warte. Zack, zack. Zack, zack. Zack. Durchbricht die Deckung. Ey. Alter! Jawohl, jetzt habe ich mir den gepackt. Boah, Junge, 360 Kick! Zack, kriegt der Roundhouse Kick in seine Fresse, ey. Wo ist denn Burrows, Alter? Wo sind die alle hin? Betreten. Junge, was hier für ein Aufstand ist, ne? Durchquere den kleinen Zellenblock. Ist das. Mein ist die Vergeltung, sagt der Herr. Oh nein. Ach du Scheiße, Alter. Da ist Dings, Mann, T-Bag. Oh nein, das wird schwierig werden, Leute. Stattdessen, dass sie zu zweit auf mich drauf gehen, sind die wenigstens so korrekt. Bam. Erstmal seinen Leibwächter hier besiegen, ey. Und danach guck mal, T-Bag wieder am Gucken ist. Eieiei. Zack, zack. Boah, richtige Schlägerei. Meine Finger tun schon weh. Wir dürfen diesmal nicht wieder zu Boden fallen. Alter, wir fallen direkt zu Boden, wo ich es gerade sage. Ey. Jawohl, jetzt ist der am Boden. Komm, ein Knocker. Jawohl, jetzt erledigen. Zack, Junge. So, T-Bag, komm her. Jetzt kriegst du deine Revanche. Oha, gegen T-Bag einfach. Der will auch mit Michael ausbrechen, ne? Was, T-Bag? Boah, da kriegt der gerade richtig von uns auf die Fresse. Bam, links, rechts, Kombo. Wir müssen aufpassen, Alter. Der Kinderschänder hier, Alter. Geh mal weg. Eieiei. Nein, 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 nein. Okay, das wird nicht so einfach werden, wie gedacht, Leute. Oha! Der ist gerade richtig gebumst. Aufstehen! Zum dritten Mal heute hier. Aufstehen, egal. Alle guten Dinge sind drei. So, gib ihm eine. Wie schnell der zusteckt. Wann hat er solche Reflexe, der T-Bag? Oha! Nein, nein, nein. Jetzt, drauf, drauf. Jawohl, jawohl. Wir haben ihn, wir haben ihn. Erledige ihn, erledige ihn. Ja. Jetzt, jetzt hast du ihn. Jetzt hast du ihn. Steh auf. Pack ihn dir. Zack, bam. Ja, er wird nur ausgenockt sein, aber nicht tot. Digga, es reicht doch langsam hier. Dreckskerl, bist du fertig? Ach, guck mal, C-Note. Hilf mir, das aufzubrechen. Das ist C-Note, der Vogel. Weiter, weiter, weiter. Rechts, Mann. Ja. Ey, willst du mich verarschen, Alter? Ey, Digga, das ist gerade echt nicht deren Ernst, ne? Ey, das ist nicht deren Ernst. Jawohl. Endlich. Was ist das für ein Knopf? Ich weiß, ich glaube, für irgendwas, um alles hier aufzumachen. Halte Lincoln Burrows und durchquere den kleinen Zellenblock. So, Lincoln. Scharfschützen. Runter. Oha, Scharfschützen, Alter. Nicht gut, Leute, nicht gut. Boah, da hinten ist schon voll der Brummer wieder am Stehen. So schnell können die nicht schießen. So schnell wie ich rüberspringe, niemals. Oha, guck mal, was da für ein Brecher auf uns wartet, Alter. Richtiger Nikolai Valujev. Oha! Bitte nicht, Digga, Bruder, chill. Darauf hab ich gewartet. Oha. Egal, Mann, Alter. Mist war groß, aber. Guck mal, mit seiner Goldkette, Alter. Komm her. Jawohl, tritt ihn, genau. Tritt ihn. Zack. Boah, Junge. Alter, seine Schläge, wenn die einmal sitzen, ne? Wir müssen aufpassen, Leute. Alter, hat der mehr Bizeps als The Rock. Erledigen, wir können jetzt schon erledigen. Wir haben mal einen kurzen Prozess gemacht. Boah, perfekt fokussieren. Langsam, großer Kerl. Du hast einen ordentlichen Treffer abbekommen. Michael, wo ist Michael? Hab ihn nicht gesehen, seit das hier losging. Ich muss ihn finden. Paxton, hilf mir, ihn unten zu halten. Aha, da ist er. Da ist Lincoln, Mann. Junge, 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 Leute. Hier ist wieder eine Action-Rambazamba hier, ey. Wenn du dich verläufst, benutze die Karte. Okay. Wenn wir uns verlaufen, aber wir haben uns ja noch bisher noch nicht verlaufen. Durchquere den Zellenblock, halte Lincoln auf. Ja. Der Druck ist das Entscheidende. Du musst hart drücken, aber nicht zu hart. Sei vorsichtig. Ein kleiner Ausrutscher und du triffst das Gasrohr. Gasrohr? Wie? Ein Rohr, in dem Gas fließt. Sie bohren sich nach draußen. Ich muss Burrows schnappen und ihn stoppen. Krass, Alter. Genau wie in der Serie, ey. Das feier ich. Ich habe zum Glück alles übernommen, ey. Suchst du Schofield? Weißt du, wo er ist? Folge mir. Verfolge Link und Turk. Eieieiei. Ah, ja, der Turk, Alter. Ich weiß, wer das noch war. Ja. Ich weiß es noch ganz genau. So, weiter.
Wo sind die hin? Oha! Andreas, erstmal zudrehen, die Scheiße hier. Ah, drehen, Alter, drehen, drehen, drehen. Links, rechts, drehen. Oh ne, nicht wieder Schlägerei. Ey, verpisst euch doch. Mann. Ey, jetzt haben wir es geschafft. So, komm. Wo sind denn Turk? Da ist... Ja, Mann, guck. Genauso war es in der Serie auch. Der Turk hat ihn von hinten attackiert, der Pisser. Frischling. Drehen, drehen. Das glaube ich irgendwie nicht. Ja, haben wir den gegeben, Alter. Komm, renn vorbei, renn vorbei. Renn vorbei, Junge. Johnny, Achtung. Ist ein kleines Geschenk von T-Bag. Ach du Scheiße, von T-Bag? Oh, shit. Rechte Maustaste. Oha, Genickbruch, einfach so. Ey, hier sterben einfach Leute. Gott, du hast ihn umgebracht. Ja. Ich hatte keine Wahl. Ey, direkt die nächsten Schlägereien hier, Alter. Zack, zack, hier. Direkt. Boah, den haben sie gut ausgeschaltet. Man darf sich nur nicht aufregen, Alter. Dann klappt alles. So, komm her, spring doch drauf, Digga. Ist das dein Ernst? Danke, du hast mir das Leben gerettet. Hast du Burrows gesehen? Unten, im Heizraum. Haben wir doch gerade selber gesehen in Burrows. Durchsuche Turks Leiche. Warum hast du das getan? Wer schickt dich? Du musst mir helfen. Bitte, rede! Ich glaube, das war ein Kumpane von uns, oder? Der Turk, der wurde auch heimlich mit eingeschleust. 100%. Kann ich mir nur vorstellen. 100%, Leute. Davon wissen wir noch. Eieiei, nur davon wissen wir noch nichts. Komm, Burrows, Alter. Den packen wir uns jetzt. Schneller. Alter, jetzt wieder 10 Jahre diese Pipeline hier lang klettern. Das kann doch wohl nicht wahr sein, Leute. Fuck. Links? Wieso links? Ah, okay. Weiter. Der ist immer noch da unten, der Burrows, Alter. Den müssen wir schnell kriegen, bevor der hier verschwindet. Spring. Runter. Komm runter, Peter. Der ist bestimmt schon wieder weg. Ich muss nämlich die Leiche jetzt durchsuchen von Turk. Richtig kassiert, der Turk. Burrows und Paxton töten? Was? Was zum Teufel? Was? Jemand hat Turk hierher geschickt, um mich und Burrows zu töten. Warum, finde ich später raus. Erst muss ich die Flucht verhindern. Was? Burrows und Paxton, Alter? Vielleicht wurden wir von der Company hintergangen. Vielleicht hat Mannix dem Turk beauftragt, uns beide zu töten, Alter. Wie krank. Eieiei. Oh nein, ist schon wieder einer. Du hast Johnny umgebracht, du Hurensohn! Du hast Johnny umgebracht! Alter, okay. Komm, überspringen die Kämpfe. Es reicht toll heute, Leute. Ich schwöre es. Ah, das ist der Burrows. So, Leute, jetzt habe ich die beide ausgenockt. Dann müssen wir schnell hoch und zu Burrows, Alter. Burrows! Kann... Wo ist der? War der hier? Da hinten ist er, der rennt. Keine Bewegung. Oha, wer ist das denn? Eieiei, jetzt kommt da so einer von der Polizei oder was? Eieiei, der hat bestimmt voll die Knockout-Schläge drauf. Aufpassen, Digga. Zack, zack. Nein, Mann, Alter, das ist die Straße, Junge. Jetzt kommt die Straße, Digga. Oha. Der hat auch anscheinend gut Jinjitsu und so gelernt, Alter. Keine Ahnung, wie das heißt. Stop. Bam, Junge, Knockout durch deine Deckung. Sieht aus wie Splinter Cell. Aber er zieht uns schon gut Leben ab, das muss man sagen. Nein, wir liegen auf dem Boden, Leute. Ne, wir lassen uns von dem nicht unterkriegen, Mann. Komm her. Scheiße. Oha. Jawohl, jetzt haben wir ihn gleich. Ah, ich schlag mal zu früh. Fuck. Nein. Er hat uns die Deckung durchbrochen. Scheiße. Zack, jetzt haben wir ihn. Erledigen. Paxton, komm schon, pack ihn dir. Jawohl, Alter, kick in seine Fresse. Bestimmt sind die jetzt gerade zu Michael in der Zelle und wollen durch die Toilette abbauen. 100%, schnell. Da, hier ist die Toilette. Hä? Oder? Das kann doch nicht sein, wo sind die hin? Digga, ich verarsch mal Platz hier. Richtig verpissen, Alter, flieg runter. Komm, go. 100% dahin. Da hinten ist Burrows. Mach's gut, Paxton. Ach, Scheiße. Ey! Alter, grad noch. Das ist der Pisser von gerade, Alter. Der Abruzzi verraten hat, der Vogel. Jetzt will er uns hier umbringen. Links, rechts. Oh, ich hoffe, das war richtig rechts. Ey! Ich hoffe, ich habe richtig gedrückt, Leute. Jawohl, Alter. Boah, was für ein Kampf hier gerade ist. Ne? Ohne Spaß, ey. Alter, hat er den erhangen. Ach du Scheiße, ist wieder der nächste. Der Aufstand ist vorbei, Paxton. Du wanderst in den Bunker. Alle Häftlinge anwesend. 5 Tote, aber keine entkommen. Boah, Junge, was hier abging. Brutal angekettet.
Ich schwöre es euch, Leute. So eine kranke Folge. Und ja, Freunde, bei dieser Stelle machen wir weiter. Kapitel 5 lädt, der große Aufstand. Junge, Junge, Alter, eine richtig kranke Folge. Lasst auf jeden Fall wieder einen Daumen nach oben da und supportet mich weiterhin bei Prison Break, wie ihr es sonst tut, Leute. Es macht einfach übertrieben viel Spaß und ich bin gespannt, wie es die nächsten Folgen weitergehen wird. Aber es war jetzt die Frage, warum der Turk uns den Auftrag hatte, uns auch zu töten. Das würde ich mal gerne wissen, Alter. Egal, lasst uns überraschen. Übermorgen geht's weiter mit der nächsten Folge. Euer Öni ist raus, haut rein, macht's gut. Check Instagram, Snapchat ab. Macht's gut und ciao.